Yeah, Leute, willkommen zurück zu Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Ja, wir haben im letzten Part den Schlüssel von Darkhams Grab gefunden, also Darkham Gordons Grab. Und Samuel ist nach Black Mirror zurückgereist und erfuhr leider, dass ein kleiner Junge von einem Wolf getötet wurde und es ist scheinbar Vic. Deswegen reisen wir jetzt gleich mal direkt... Gekühltes Blut, das Richard mir gegeben hat. Reisen wir jetzt gleich mal hier zum Steinkreis, wo Samuel eigentlich hin wollte. Von Willow Creek aus ging ich auf den dunklen Wald in der Nähe der alten Mine zu. Meine Gedanken kreisten um den antiken Ritualort der Druiden, der Steinkreis. Mr. Gordon, darf ich fragen, was Sie hier machen? Warum sind Sie hergekommen? Ich habe gehört, was passiert ist und wollte mir selbst ein Bild machen. Mir gefällt das alles überhaupt nicht. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder? Nein, alles in Ordnung, solange Sie meine Ermittlungen nicht stören. Seltsam, dass wir uns wieder an einem Platz begegnen, an dem es ein Unglück gegeben hat. Finden Sie nicht auch? Nein, finde ich nicht. Ich versuche zu verstehen, was sich hier abgespielt hat. Genau wie Sie. Das ist Polizeiarbeit, Mr. Gordon. In letzter Zeit ist alles immer komplizierter geworden und ich brauche nicht noch mehr Verwirrung. Nichts gegen Sie. Schon gut. Ich habe verstanden. Können Sie mir wenigstens sagen, was passiert ist? Naja, wenn Sie schon hierher gekommen sind, kann ich Ihnen auch erzählen, was ich weiß. Aber sagen Sie mir vorher, was Sie schon wissen, damit ich meine Zeit nicht verschwende. Ich weiß nur, dass man den Körper eines Jungen hier fand. Und es sieht so aus, als ob er von Wölfen getötet wurde. Dann wissen Sie ungefähr so viel wie ich. Sehr viel mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wahrscheinlich hat sich der Junge heute Nacht zu weit vom Dorf weggetraut. Sehr unvorsichtig. Als er von den Wölfen angefallen wurde, versuchte er zu fliehen. Leider haben diese wilden Bestien den armen Jungen erwischt. Den Rest kennen Sie ja schon. Finden Sie es nicht merkwürdig, dass Blutspuren nur auf dem großen Stein in der Mitte des Steinrings zu finden sind? Ich würde sagen, der Junge hat versucht, an einen höheren Platz zu kommen, was ihm aber nichts genützt hat. Mehr will ich Ihnen nicht sagen. Gordon, ich möchte, dass Sie mit niemandem darüber sprechen, haben Sie verstanden? Die Leute wissen schon viel zu viel. Ich möchte nicht, dass noch mehr Schauergeschichten verbreitet werden. Ich behalte es für mich. Gut. Ich muss jetzt über ein paar Dinge nachdenken. Natürlich. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich hier ein wenig umsehe? Was haben Sie für ein Interesse an all dem? Sie wissen doch nicht etwa Dinge, die ich nicht weiß, oder? Tja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie würden es mir doch sagen, wenn das der Fall wäre. Aber sicher. Also gut, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich habe keinen Grund, Sie wegzuschicken. Haben Sie etwas Neues über Henrys Tod rausgefunden? Ja, eine neue Tatsache ist ans Licht gekommen, durch die mir einiges klarer ist. Ich war gerade im Begriff, den Fall zu schließen. Aber dann sprach ich mit dem Pathologen. Dr. Herman. Offenbar ist Mr. Stanton nicht ertrunken. Und der Alkohol hat ihn auch nicht umgebracht. Wie ist er dann gestorben? Herman ist es noch nicht gelungen, die genaue Ursache festzustellen. Er ist nicht zu einer abschließenden Beurteilung gekommen. Also habe ich ihm mehr Zeit gelassen. Fest steht jedoch, dass Stantons Lungen nicht voll Wasser waren, wie beim Ertrinken üblich. Sie wissen, was es bedeuten würde, wenn das bestätigt wird? Nicht ganz, Inspektor. Es würde bedeuten, dass er woanders starb und seine Leiche anschließend in den Brunnen geworfen wurde. Also wieder ein Mord? Zweifellos, wenn Hermans Theorie sich bestätigen lässt. Mehr will ich Ihnen nicht sagen. Sie wissen ohnehin schon mehr als notwendig. Eine Frage möchte ich Ihnen aber doch stellen. Rein routinemäßig, Gordon. Ja, nur zu. Ich habe nur eine Frage. Wo waren Sie gestern um diese Zeit? Tja, wenn Sie es unbedingt wissen müssen, ich habe meine Verwandten besucht, auf einem abgelegenen Schloss in Wales. Und was war der Zweck dieses Besuchs? Naja, kein besonderer Grund, ein Familienbesuch. Warum interessiert Sie das? Reine Routine, Gordon. Das wäre alles, vorläufig. In Ordnung. Okay. Ja, es ist klar, dass seit Samuel wieder zurück ist, passieren komische Dinge.
Ihr könnt mir übrigens in die Kommentare schreiben, weil ich recherchiere eigentlich nicht nach, ob man eigentlich immer positive Antworten geben soll oder ob man eventuell auch mal negative geben kann. Also ich bin ja generell eher immer der Positive, ne? Also es ist schon merkwürdig, dass nur auf dem Altar hier Blut ist und nirgendwo anders. Schauen wir uns mal an. So viel Blut. Hier starb also der kleine Vic. Wie alt wird ein Vic gewesen sein? Vielleicht 10? Ein Windspiel aus Metallstangen und Eisenteilen. Ah, und hier ist wieder so ein Zeichen. Seltsam. Die Pflanze, die sich hochrankt, sieht verbrannt aus. Wieder ein Symbol. Ja, und diesmal können wir es nicht einmal fotografieren, glaube ich. Davon sollte ich eine Zeichnung machen. Ach, wie kann er plötzlich zeichnen? Ich meine, haben wir irgendwo einen Stift? Ich glaube nicht. Nein, wir haben hier keinen Stift. Also Männchen nennt man das, okay. Ja, und wie soll ich da bitte eine Zeichnung von machen? Samuel, da ist auch noch ein Mann hier. Der dritte Stein im Dreieck. Und wo ist der vierte? Ach so. Davon gibt es viele im Wald. Also quasi der Altar, können wir doch mal mit ihm reden. Inspektor. Ja. Ich habe mich hier umgesehen und mir ist etwas aufgefallen. Das könnte Sie interessieren. Ja, ich höre. Auf dem großen Stein da drüben, auf der linken Seite, ist eine Art Symbol. Ja, ich habe es gesehen. Möglicherweise ist es schon seit Jahren hier, vielleicht sogar noch länger. Das glaube ich nicht. Warum sagen Sie das? Naja, die Farbe ist ganz frisch. Außerdem, ich habe ein solches Symbol schon mal gesehen. Tatsächlich? Wo? Nicht genau wie dieses, aber sehr ähnlich. Ich habe sogar zwei verschiedene Symbole gesehen. Das erste auf dem alten Turm unseres Schlosses. Und ein zweites an dem Brunnen, wo Morris Henry gefunden hat. Das ist in der Tat seltsam. Aber bleiben Sie ruhig, Gordon. Aus Erfahrung weiß ich, dass auch die seltsamsten Dinge oft keine Bedeutung haben. Für mich sind das nur alte Zeichen. Wer weiß, vielleicht wurden sie früher genutzt, um etwas zu markieren, was längst vergessen ist. Über das Gut verteilt könnte es Dutzende davon geben. Vielleicht. Ich bezweifle, dass sie etwas mit dem Fall zu tun haben. Davon bin ich nicht so überzeugt. Das wäre alles, vorläufig. In Ordnung. Das ist aber ein richtig typischer Inspektor. Langer Mantel, Krawatte, Hut. Eigentlich richtig stylisch. Ich habe auch so einen Mantel. Nur etwas moderner und in Schwarz. Typisch ich halt. Ja, aber wie soll ich jetzt hier von der Zeichnung machen? Das Blut auf dem Stein ist noch nicht mal trocken. Ja, der Tod kann noch nicht so lange her sein. Einer der drei Menhire, die um den Altar ein Dreieck bilden. Vielleicht spielten die Steine eine Rolle bei den Riten der Druiden. Steinkreis verlassen ist jetzt so eine Frage, was als nächstes jetzt. Ja, also wie soll ich jetzt eine Zeichnung davon machen? Ich habe keine Schreibutensilien. Ja, ich würde spontan sagen, kehren wir nach Ding zurück, oder? Ich kann noch nicht zurückgehen. Wieso nicht? Ich kann noch nicht zurückgehen. Wieso nicht? Wie soll ich denn hiervon eine Zeichnung machen? Williams Tagebuch. Kann ich das da hinhalten oder so? Weil ich habe ja nichts zu schreiben. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Okay, den Schmuckkasten kann ich auch noch nicht öffnen. Jetzt haben wir wenigstens zwei von diesen Schlüsseln. Ja, ist jetzt die Frage, was wir. Ja, ich gehe nochmal hin. Weil
Können wir das vielleicht damit verbinden irgendwie? Fertig. Ah, ach so, doch, okay, ja. Ich dachte mir jetzt, das wäre irgendwie logisch, also kann wir jetzt verlassen? Ich kann noch nicht zurückgehen. Wieso? Es ist ja nichts mehr hier, Alter. Aha, unter dem Farn liegt ein Stofffetzen. Der Inspektor hat ihn wahrscheinlich nicht bemerkt. Ein Stofffetzen? Was für ein Stofffetzen? Nochmal. Ich will seine Gedanken nicht stören. Naja, wenn du schon sagst, da liegt ein Stofffetzen, dann... Ich kann das jetzt nicht aufheben. Collier würde sehen, dass ich etwas gefunden habe. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Kann ich wieder Steine werfen? Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ach so, wir haben gar keine Steine mehr. Irgendwie ablenken. Ja, wir haben keine Steine mehr. Schwarze Kugel. Wie soll ich ihn ablenken? Ja, das Windspiel wäre jetzt... Ein Farn. Ja, wie soll ich ihn ablenken? Wie? Es ist sowieso komisch, weil heutzutage ist es so, wenn du an einem Tatort bist, schicken dich die Bullen, egal was du vorhast, die schicken dich, wenn du nicht beteiligt warst, automatisch weg. Vielleicht war das zu der Zeit wesentlich anders. Aber ich kann das noch nicht aufheben. Ich kann das noch nicht aufheben. Ja, wie soll ich ihn ablenken? Bitte. Das ist ja etwas krass, ne? Wie soll ich ihn ablenken? Da stimmt doch was nicht. Weil... Keine Ahnung. Wie soll ich ihn hier ablenken? Das gibt's doch gar nicht. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Also, ich bin jetzt selber dezent überfragt. Aber wir haben ja auch nichts. Ich meine, womit könnten wir ihn ablenken? Stein? Moment. Einer der vielen Steine um den Altar. Wer weiß, vielleicht waren sie früher in einem Kreis um den Altar angeordnet. Ja, und kann ich hier irgendwas machen? Ich meine, Säure. Ja, mit dem Blut vielleicht? Gekühltes Blut, das Richard mir gegeben hat. Vielleicht mit dem Blut, vielleicht. Keine Ahnung. Ach, tatsächlich? Moment. Das müsste den Inspektor für eine Weile beschäftigen. Ach, echt jetzt? Inspektor. Ja? Ich habe etwas gefunden, was Sie interessieren könnte. Auf dem Stein hinter Ihnen gibt es einen Fleck. Ich glaube, es könnte Blut sein. Wo genau ist es? Direkt hinter Ihnen, etwas nach rechts. Oh, danke für den Hinweis. Ich habe es nicht bemerkt. Gern geschehen. Das ist die Gelegenheit. Ich muss das Taschentuch aufheben, während er abgelenkt ist. Also nehmt's mir nicht übel, Leute, aber egal, ob Collier von der Seite oder von der Seite gekommen wäre, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der alles auf Anhieb sieht, obwohl ich Brillenträger bin, aber den Blutfleck hätte ich auf alle Fälle gesehen. Ja, dann nehmen wir jetzt mal die Stofffetzen, beziehungsweise das Taschentuch. Es ist mit dem Gordon-Symbol bestickt. Wie ist dieses Taschentuch bloß dahin gekommen? Okay. Ach so, ich kann schon wieder. Es ist mit dem Gordon-Symbol bestickt. Das heißt, ich kann jetzt offiziell gehen? Kann ich ihn jetzt ansprechen? Nochmal? Ich weiß nicht, was ich ihm sagen würde. Ja, dann gehen wir jetzt, oder? Ja. Nur wohin ist die Frage? Gehen wir nach Hause, nach Willow, nach Black Mirror? Keine Ahnung. Ja, würde ich schon so sagen, weil was machen wir denn sonst?
Naja. Sollen wir zu Victoria gehen? Ich weiß es ja nicht. Ja, ich bin momentan ein bisschen sprachlos, weil mich das alles ziemlich verwirrt, sage ich jetzt. Ach so, jetzt sind die gar nicht mehr da. Sollen wir noch... Also Robert ist ja gar nicht da. Das heißt, sie ist wahrscheinlich im Gemeinschaftsraum. Kann schon sein, ja. Auch nicht. Wo sind denn die alle? Naja, ich kann mir vorstellen, dass... Naja... Oder mit Herman vielleicht, dass wir mit Herman nochmal reden. Ja gut, Herman ist wahrscheinlich bei ihm zu Hause. Die Frage ist nur... Wo ist Bates? Achso, schauen wir mal in der Küche nach. Ja. Mir fällt momentan kein anderer Platz ein, wo unser... Ja, Butler ist so ein böses Wort. Bedienstete. Naja, ich habe keinen Grund, dass ich mit Morris irgendwie rede. Da ist Bates. Ja. Bates? Ja, Sir. Ich möchte Victoria sprechen. Wissen Sie, wo sie ist? Madame ist auf ihr Zimmer gegangen, um sich auszuruhen, Sir. Ich glaube nicht, dass sie gestört werden möchte. Na gut. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Alter Schwede. Okay. Victoria schläft, oder? Naja, es ist ja typisch, also... Es ist typisch, dass sich die Leute auch mal ausruhen wollen. Ja, jetzt ist die Frage... Ja, wir könnten es rein theoretisch... Ja, wem könnten wir jetzt... Ja, Dr. Herman fällt mir jetzt spontan noch ein. Ja. Ja, vielleicht mit dem Pfarrer? Ja, schauen wir mal zuerst bei Herman vorbei. Ich weiß es, wie gesagt, wirklich nicht. Ich sollte klingeln. Ich sollte klingeln. Mann, oh Mann. Samuel ist einfach zu vornehm. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Dass er das noch gar nicht gecheckt hat, dass wir damals die Tonne geöffnet haben, das hat mich ja auch etwas gewundert. Ist das eigentlich eine Lederjacke, die unser Samuel trägt, oder ist das so eine stinknormale Stoffjacke? Würde mich mal interessieren. Ach, der obduziert bereits unseren Vic. Mr. Gordon, was verschafft mir heute die Ehre Ihres Besuchs? Guten Tag, Doktor. Ich bin hier, um Sie nach etwas zu fragen. Oh, können Sie sich vorstellen, dass mich das nicht wirklich überrascht? Ich habe geahnt, dass Sie hier aufkreuzen. Sie sind wegen dieses armen Jungen hier, habe ich recht? Ja, hauptsächlich. Also, was wollen Sie wissen? Dr. Herman? Ja? Haben Sie irgendetwas Neues herausgefunden? Sie meinen zu Henrys Leiche? Nein, habe ich nicht. Dafür brauche ich viel mehr Zeit. Sagen Sie, wann haben Sie Robert zuletzt gesehen? Vor etwa 3 Tagen, glaube ich. Wenn Sie ihn suchen, rufen Sie am besten im Sanatorium an. Er ist ständig dort. Er wurde schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen und Victoria macht sich langsam Sorgen. Ich habe mich nur gefragt, ob er in letzter Zeit hier war. Nein, er ist schon länger nicht mehr hier gewesen. Soviel ich weiß, hat er keinen Grund, hierher zu kommen. Zuletzt habe ich ihn bei Williams Trauerfeier gesehen, danach nicht mehr. Wenn Sie von ihm hören, sagen Sie es uns bitte. Aber sicher. Ich habe mit Collier über diesen Jungen gesprochen. Wir standen an dem Platz, an dem es geschah. Er erzählte nicht viel, außer dass der Junge von Wölfen getötet wurde. Ja, das war die erste Theorie. Die Wunden deuteten auf den Angriff eines Tieres hin. Nach einer genaueren Analyse kann ich diese Möglichkeit jedoch sicher ausschließen. Sie sind also anderer Meinung? Ja, bin ich. Die Todesursache war starker Blutverlust und Verletzungen der inneren Organe.
Kein Tier in diesen Breitengraden wäre dazu fähig. Nicht zu solchen Wunden. Und wenn es ein Rudel Wölfe war? Die Spuren an der Leiche sind klar. Keine Anzeichen von Bissen. Nichts dergleichen. Haben Sie denn eine logische Erklärung? Ich weiß noch nichts Genaues. Aber der Junge wurde mit Sicherheit weder von Wölfen noch von sonst einem Tier getötet. Davon bin ich überzeugt. Ah, ach du Scheiße. Genauso wie es eigentlich bei Henry war, weil wir haben jetzt erfahren, dass Henry auch nicht... Der Alkohol war es nicht und das Wasser auch nicht. Also eher die Kälte auch nicht, ich weiß es nicht. Scheiße, ist das spannend, Leute. Ganz ehrlich, es tut mir sogar leid, dass ich jetzt wahrscheinlich den Part wieder beenden muss, weil ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja, das ist echt spannend, Leute. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Egal, Leute. Ja, ich muss wirklich an dieser Stelle den Part beenden, weil, wie gesagt, es fällt mir einerseits schwer aufzuhören, weil es immer spannender wird. Andererseits werden mir die Parts immer ein bisschen zu lange. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, danke, Leute, fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst vielleicht einen Kommentar und einen Daumen hoch. Oder vielleicht eines der beiden, wäre ganz cool. Oder vielleicht ein Abo. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.